Ecapio Podcast, Folge 1. Thema: Auf Kosten anderer. Wie die imperiale Lebensweise ein gutes Leben für alle verhindert. Ein Interview mit dem Agrarökonom Dr. Thomas Kopp. Herr Kopp, was ist die imperiale Lebensweise? Die imperiale Lebensweise bedeutet zuerst einen nahezu unbegrenzten Zugriff auf, wie ich es gerne nenne, die Schätze der Erde. Damit ist die Arbeitskraft aller Menschen gemeint, sowohl die Natur oder Biosphäre. Genauer gesagt die Ressourcen und Senken. Ressourcen sind alles, was ich, alle Rohstoffe, die ich der Natur entnehme, und Senken sind die Orte, an denen ich die Emissionen deponieren kann. Das ist die Atmosphäre, die CO2 aufnimmt, das sind die Meere, in denen sich die Plastikstücke ansammeln, und das sind genauso gut Löcher in der Landschaft, in denen Müll abgelagert wird. Und der Zivilisationsmüll ist ja nicht unbeträchtlich. Eine weitere Eigenschaft der imperialen Lebensweise ist, oder was sie imperial macht, ist, dass sie sich verbreitet. Und zwar in Qualität und Quantität. Mit Quantität meine ich, dass sie immer mehr Lebensbereiche sich zu eigen macht. Beispielsweise der Sorgebereich, also dass zunehmend das sich kümmern um junge Menschen, um alte Menschen, um Kranke und so weiter ein wachsender Wirtschaftsbereich ist. Was Quantität angeht, damit meine ich, dass sie sich einfach räumlich ausbreitet, dass immer in immer mehr Gesellschaften der Welt diese imperiale Lebensweise gelebt wird oder das Ideal ist. Und der einzige Unterschied, der zwischen dem globalen Süden und dem Norden besteht, nicht der einzige, aber ein zentraler, ist einfach nur der Anteil der Menschen der Gesellschaft, die an der imperialen Lebensweise teilnehmen können. Und das ist bei uns im globalen Norden, beispielsweise in Deutschland, ein sehr großer Anteil, im globalen Süden ein sehr geringer Anteil. Aber auch dort gibt es Eliten, die einen Lebensstil pflegen, der dem unseren nicht unähnlich ist. Man kann, wenn ich irgendein Beispiel mir aus den Fingern sauge, könnte man beispielsweise sagen, dass die Architektin, die in Beijing in einem urbanen Umfeld lebt, mit einem deutschen Maschinenbauer garantiert mehr gemeinsam hat als ein deutscher Maschinenbauer mit einer deutschen Krankenpflegerin. Es ist nicht ganz so einfach, man muss die Sache differenzierter sehen. Natürlich hat jemand, der im Besitz eines deutschen Reisepasses ist, die Möglichkeit, nahezu überall hin auf der Welt ohne Probleme hinzufliegen. Das gilt nicht für alle Menschen auf der Welt, auch nicht für die Eliten des globalen Südens. Aber in ihrer Lebensweise, der Art, wie sie das Leben täglich angehen, unterscheiden sie sich nicht. Der zentrale Aspekt ist hier der nahezu unbegrenzte Zugriff auf die Arbeitskraft und die natürlichen Ressourcen der Welt. Welche Lösungsansätze gibt es und wie kann jeder Einzelne dazu beitragen? Es gibt keine Überlösung. Das bedeutet immer, für die jeweiligen Lebensbereiche muss man immer gucken, was sind die Alternativen. Wenn man eine Vision kreieren möchte, würde ich sie unter dem Begriff solidarische Lebensweise zusammenfassen. Und das sind aber in jedem Lebensbereich sind das unterschiedliche kleine Initiativen. Das kann im Bereich der Digitalisierung der Versuch sein, Software zu schreiben, die Open Source ist, die nicht allzu ressourcenintensiv ist. Das bedeutet wiederum, dass man nicht alle 2 Jahre ein Update von seiner Hardware braucht. Im Bereich Mobilität gibt es auch viele Möglichkeiten. Ne? Da denke ich an Carsharing, an Stadtteilautos, wo es weiterhin möglich ist, für die Menschen individuelle Mobilität zu haben, wenn es notwendig ist. Aber gleichzeitig nicht jeder Mensch ein Auto braucht. Der Großteil der deutschen Flotte steht zu 95% an einem Ort und wird nur zu 5% der Zeit genutzt. Das ist ja hirnrissig. Natürlich ist das auch nur die zweitbeste Lösung. Viel besser wäre es, wenn öffentlicher Nahverkehr und Fernverkehr leicht erschwinglicher wäre und besser ausgebaut wäre. Und das kann man für alle möglichen Lebensbereiche sich eben diese Ideen genau angucken und überlegen, wie sieht hier die solidarische Lebensweise aus. Wir haben in unserem Dossier einige davon genannt, verweisen aber auch in jedem Kapitel auf unsere Homepage auf www.aufkostenanderer.org, wo bei jedem Kapitel
Möglichkeiten da stehen, sich selbst zu beteiligen. Da ist pro Kapitel mindestens 20 Adressen aufgelistet mit Initiativen, mit Menschen, die sich da irgendwo engagieren und so weiter. Natürlich ist es alles, kann alles nicht der einzige große Wurf sein, nicht die Erklärung. Aber auch da haben wir eine Lösung und die ist aber erst in der Zukunft, weil derzeit läuft schon die zweite Runde der ILA-Werkstatt, die genau das zum Thema hat. Da geht es ausschließlich um den Entwurf einer Vision für die solidarische Lebensweise. Und wir gehen davon aus, dass wir da in einem Jahr bis in eineinhalb Jahren Ergebnisse haben, die wir dann wieder an dieser Stelle präsentieren werden.